Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind stehen geblieben, nachdem wir in der letzten Folge den Herrn Pius alias Antonius ins Gefängnis gebracht haben. Dann machen wir jetzt weiter hier in Ratai. Und zwar sind wir jetzt auf dem Weg, die Banditen zu treffen, mit denen wir das Abkommen hatten. Und zwar, dass wir Pius töten und dafür, ich weiß nicht mehr, was die dafür uns noch geben. Das habe ich komplett vergessen. Ob wir aufgenommen werden, ob die uns irgendwas zeigen, keine Ahnung, irgendwas von dem. Auf jeden Fall können wir die jetzt quasi treffen. Und das ist ja die Hauptsache. Und beweisen irgendwie auf irgendwelche Art, dass Pius tot ist, obwohl wir ihn erstmal weggesperrt haben. Und ich hoffe ja trotzdem, dass es ihm vielleicht nicht ganz so schlimmer geht, aber dass er wenigstens eine Strafe erhält. Ich meine, er hat ja trotzdem geplündert. Man kann ja nichts ungeschehen machen. Und Herr Ratzig hat uns darum gebeten, den auszuliefern. Daher sah schlecht aus für Pius. Aber ist ja auch egal. Pius ist weg, damit müssen wir uns abfinden, weiter geht's. Nach einem Ladescreen, der wieder viel versprechen kann. Nope. Es regnet nur. Na, vielen Dank. Gab es irgendwelche Voraussetzungen? Nee. Gib dich einfach hin. Gut. Da drüben. Schauen wir mal unser treues Pferd, das wir jetzt wieder haben. Ich meine, die treue Rüstung haben wir ja schon wieder an. Oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Haben wir ja noch in der letzten Folge alles wieder angezogen. Sie traben ein wenig. Donnergeräusch hat gefehlt, aber geblitzt. Ach, da ist es. Boah, wer das auf YouTube guckt, der tut mir so leid, ne? Das wird euch wahrscheinlich so dunkel sein. Weil man kann nicht schwimmen, ne? Ich hoffe, hier ist ein Steinpfad. Warte. Puh. Hammer. Wir machen zwar die Holzplatten hier und da die Steine. Ich glaube, hier ist es tiefer. Nicht so tief. Tiefer wäre schlecht für uns. Und. Ach du Kacke. Ich sehe halt wirklich überhaupt nichts. Das kann nicht schwimmen. Ich dachte, dein Pferd könnte das schon nicht. Komm, das schaffst du. Okay, bin ich halt mal gesprungen. Wir haben nicht eine Fackel dabei oder so ein Pferd. Obwohl, eigentlich haben wir mal eine gebraucht. Für nachts. Weil wenn wir keine dabei haben, kriegen wir von den Wäschern Anschiss. Okay, was Neues zu merken. Wir brauchen noch Dings. Also quasi eine Fackel. Aber ich sehe, im Pferd haben wir keine. Ich frage mich, warum wir da noch eine Axt drin haben, aber egal. Wir kommen ja quasi dem Sumpf näher. Vielleicht müssen wir noch laufen. Ach du Kacke. Wir reiten jetzt. Ich habe Hoffnung, dass es trotzdem funktioniert, Leute. Wenn es ruckelt, fährt es natürlich genauso wie normal. Ist schon die Folge nochmal auf. Ich hoffe mal, dass ich nochmal aufnehmen kann. Dann kommt sie vielleicht so kurz nach 15 Uhr. Wenn nicht, kommt sie halt. Kommt halt leider wieder später. Okay. Absetzen. Entfache das Signalfeuer für die Banditen. Ich hab kein Feuer dabei.
Und da soll das Feuer hin, okay. So. Heinrich hat da anscheinend Zeit, da leg dich erstmal dahin. Es regnet zwar, aber pfff. Und es gewittert. Und es regnet immer noch. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurva. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Klar. Hast du den Kerl für uns erledigt? Geht's nicht schön, dieses Gespräch schon mal durch. Soll ich sonst hier sitzen? Was weiß ich. Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Er hatte nichts bei sich. Kein Geld, nichts. Also hast du ihm den Hals umgedreht und nichts gefunden? So ein Pech aber auch, nicht wahr? Ich hatte ebenfalls nichts. Die Novizen müssen all ihr Hab und Gut abgeben, sobald sie das Kloster betreten. Also weißt du gar nicht, ob du dem Richtigen den Hals umgedreht hast? Ich frage mich, ob du überhaupt gemordet hast. Dann geh doch hin und hör dich um. Alle werden dir von dem Mord berichten. Damit ich in eine Falle tappe? Vergiss es, Junge. Ich habe eine viel bessere Idee. Tötet den Bastard! Was? Das nennst du kämpfen? Das ist doch fake jetzt. Das weiß ich nie bekommen, was? Ich sehe nicht mal was, ich meine, es ist nah. Boah, den hat er schön erwischt. Ja komm. Schlägst du von hinten in den Rücken zu. Arsch. Au. Das Problem ist, schlägt die Schlange halt mehr als ein auf mich drauf. Herrgott! So, jetzt und Schlag. Was soll die Kacke? War noch ein Gnadenstoß. Weg mit dem Typ. Nur? Jetzt wurde gemordet. Wahrscheinlich hat jemand was bei sich, was schließen kann oder so. Nicht? Was machen wir denn jetzt? Finde einen Hinweis, dass ich zum Dietenlager führt. Habe ich denn irgendwas aufgehoben? Nein. Kacke. Naja, warte, erstmal tun wir wieder ein bisschen was aufräumen. Weil wir auch so ein bisschen kassiert haben, aber naja. Was soll ich machen? Wird halt schwieriger, wenn wir ein Menschenleben retten. Muss aber. So, und jetzt mal die Waffen. Dann mal die. Fuck, dann wenigstens das eine. Und die Äxte weg. So.
Essen haben wir genug, Gesundheit haben wir ein bisschen verloren, Energie ist auch nicht ganz fit. Wo können jetzt ein Hinweis sein, wo wir hin müssen? Die müssen ja von irgendwo gekommen sein, ne? Ist rein theoretisch. Also dabei hatten sie anscheinend nichts. Das heißt, es muss einen Weg geben oder irgendwelche Pferde oder irgendwelche Spuren. Es ist ein fucking Sumpf. Es müssen Spuren existieren. Oh, Bumm. Nur für die Schmidt, ne? Der hat echt nichts anderes dabei. Keine. Gut, dann ein Schwert. Das Problem ist, ich weiß echt nicht mehr, wovon die kam. Wo die Spuren sein sollen. Hier ist nichts Besonderes. Finde einen Hinweis, der dich zum Banditenlager führt. Warte mal. Machen das jetzt. Kann ich einen Marker setzen? Setzen wir hier einen Marker. Ja. Hier ist das Lager, falls wir nochmal zurück müssen. Dann steige ich mich kurz auf mein Pferd. Und dann teste ich mal, wenn ich quasi auf die Straße reite, ob ich schon was finde. Vielleicht hat er noch welche auf der Straße abgestellt oder so. Schon halt Spuren, ne? Aber es gerade alles nicht so aussieht. Drüben ist noch ein Haus. Machen wir mal kurz eine Pause. Ich gehe nochmal gucken. Waffen haben wir nichts, Rüstung haben wir dann auch nichts. Hier haben wir auch echt überhaupt nichts. Waffen brauchen wir nicht, alles gut. Interessant. So. Ich probiere es bei dem Haus da drüben. Es ist so in der Nähe. Vielleicht finde ich ja da was. Wenn nicht, wie gesagt, der Marker ist ja noch da. Ich habe ja noch die Chance umzudrehen, nochmal zurückzureiten. Wenn irgendwas schief gehen sollte. Wohnt hier denn jemand? Anscheinend ja. Und wer? Oh, wer bist du denn? Gott sei mit dir, edler Ritter. Weißt du, wo ich den Meistergraveur finde? Hä? Ja, er hat eine... Okay, dann ist das doch nichts richtig. Gibt es denn irgendwie Fußspuren oder sowas, das dahin führt? Finde ich persönlich nicht, mir fällt gerade nichts mehr ein. Ich bin gerade komplett raus. Heißt, wir gehen nochmal zurück. Und gucken, ob wir da was finden. Ups, da läuft was. Was ist das denn? Ah, guck mal, das sieht mir doch aus wie einer. Nee, ein Wanderer. Mist, der hat keine Waffe dabei.
Hätte er jetzt eine Waffe dabei gehabt, hätte ich glatt geklappt zu einer von der, von denen. Er hat leider keine dabei. Also, weiter zurück zum Lager. Boah, diese Bäume, ne? So. Wir sind zurück. Da war ein Reh. Sind wir nochmal da? So. Ja, das ist schlecht. Wir müssen das Banditenlager finden. Und leider Gott, ich habe eine Variante erfahren. Wir dürfen uns jetzt weiter umfragen und gucken, ob irgendwer irgendwas über die Kacke weiß. Daher, naja. Haben wir quasi durch diese Aktion eine Quest so weit wieder zurückgeworfen, aber egal. Komm her, Reh. Mist, das ist schnell. Schicken das Schwert wieder weg. So wie es aussieht, müssen wir also ab sofort Befragungen durchziehen, um rauszukriegen, wo dieses Fuck-Banditenlager ist. Schlecht. Nicht gut. So, das heißt, gehen wir hier rüber. Ja, dann fragen wir mal rum. Ich meine, die, die es uns hätten erzählen können, sind tot. Vielleicht nochmal den Typen, den wir oben kennengelernt haben, den wir geheilt haben. Vielleicht könnte der uns wieder erzählen, wo die sind. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, nachdem der jetzt gestorben ist, war wieder am Kloster, ne? Es ist schlimm sowas. Ich sehr kenne mich schon als Heinrich, nicht als Bruder Gregor. Bitte einmal absteigen. Wer frisst euch die Haare vom Kopf? Hoffentlich sind die bald weg. Oh, du bist da böse. Eine Schlaflose war es nicht, der Verwundete war es auch nicht. Philipp aus Galitz war es auch nicht, der Dorfbewohner auch nicht. Ist das dein Ernst? Steinmetz Zemek. Du hast mich gerettet. Hast mir wahrhaftig den Arsch gerettet. Bei Gott, ich danke dir. Das war doch nichts. Hast mehr geholfen als die anderen hier. Mir tut's bloß leid, dass ich kein Silber habe, um's dir zu vergelten. Aber ich verrate dir was. Wie solche wie ich Tag ein, Tag aus so hart schuften können. Ach, schön. Hans aus Galitz. Ist der Typ weg? Der ist anscheinend weg. Das war vielleicht wieder der Dorfbewohner. Aber er kann uns nichts mehr erzählen. Bedeutet, wir reiten zurück ins Dorf. Obwohl, warte. Ich
steigt nochmal ab. Wir reden mal mit der Wache. Vielleicht kann die Wache uns erzählen, wie das. Die Wache redet nicht mit uns. Dann fragen wir mal im Dorf rum. Obwohl, wer ist das hier? Könnte der es uns vielleicht erzählen? Oder ist das eine Wache? Hier ist ein Steinmetz, der mit mir nicht reden will. Warum will niemand mit mir reden? Seid aber alle böse zu mir. Wir könnten hier in diesem Kleinbezirk rumfragen, ob jemand die kennt. Dann fragen wir bei der Schenke und dann in der Stadt selbst. Also quasi überall. So, wen haben wir hier? Wir haben hier die zwei Schmiede, ne? Die müssten irgendwo sein. Mal kurz umgucken. Und der Graveur war auch hier. Hm. Die Schmiede. Wo ist die Schmiede? Ich gehe mal auf die Karte. Aber warum sollte ich bei der Schmiede rausfinden, wo die... Egal, wir reisen zur Schmiede. Reisen dann zur Schenke. Und dann runter zum Dings. Obwohl, da sieht man ja eigentlich den Unterschied. Eines saß er und das andere nicht. Deswegen würde ich doch lieber hier unten einfach weitermachen. Erst zur Schenke, dann runter in die Stadt. Weil ich meine, das ist eigentlich wirklich ein Gebiet für das Kloster, da wird es stinken. Obwohl, warte mal. Wir probieren es einfach mal mit dem. Rokop. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Mist. Ist eine andere Geschichte. Ich würde eigentlich gerne, dass wir die Hauptquest weitermachen. Deswegen finden wir jetzt das Banditenlager. Da wir bisher nicht wirklich einen Erfolg haben. Wir haben zwar Pius da gerettet und quasi jetzt drei Leute umgebracht. Gebracht hat es mir aber wenig. Eher einen Haufen Schmerzen. Und wieder eine Rüstung, die ich halt bezahlen muss. Ich finde schade, dass ich keinen von der Dings aus ansprechen kann, vom Pferd. Du da. Lass mal talken. Florian. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Hat sich hier in letzter Zeit etwas Verdächtiges zugetragen? Fremde, die herumlungern oder Diebstähle? In letzter Zeit? War doch nie anders. Mist. Wie kriegen wir bitte raus, wo diese Kackleute sind? Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Schweig. Das Kloster will, dass ihr für eure Versorgung aufkommt? Das klingt komisch. Lass gut sein, Heinrich. Nö. Nein. Was war denn los? Wir haben jemanden vermöbelt. Aber misch dich bloß nicht ein, Heinrich. Wir regeln das. Wen habt ihr vermöbelt? Nicht so schnell. Wen habt ihr vermöbelt? Elias. Er ging uns auf den Sack und... Wer ist Elias? Kurz gesagt... Es war seine eigene Schuld und damit ist der Fall erledigt. Aber es muss doch einen Weg geben, die Sache zu regeln. Vielleicht, wenn ihr... Nichts da. Fritz, sei kein Narr. Ihr zwei steckt richtig in der Scheiße und du willst hier den Harten markieren? Komm zur Vernunft. Fahr zur Hölle, Heinrich. Du und Elias. Pah, einer schlimmer als der andere. Dann macht doch, was ihr wollt. Übung, ne. Okay, wir haben jetzt quasi eine neue Aufgabe. So, Matthäus. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich kann dich nicht weiter fragen. Bürger. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ne, würfeln wir eigentlich nicht. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hatte jemand deine Feinkleider? Ja, es reicht langsam. Noch immer Geldsorgen. Meister Maler? Hast du noch immer Geldsorgen? Ja, leider. Aber mein Angebot steht noch. Gott sei mit mir, Heinrich. Tut mir leid, aber ich habe gerade keine Zeit. Ja, mal weg. Kann ich mit dir reden? Weißt du etwas? Hat sich hier in letzter Zeit etwas Verdächtiges zugetragen? Fremde, die herumlungern oder Diebstähle? Tja, es tragen sich immer windige Sachen zu.
Aber du meinst wohl, ob's was Ungewöhnliches gab? Richtig. Gab es die letzte Zeit mehr Gaunereien als sonst? Hier nicht, aber der Wirt der Sasauer Schenke meinte, die Leute würden über eigenartige Vorfälle munkeln. Kann nicht schaden, ihn zu fragen. Hab Dank. Welcher Wirt, der den ich hab, oder den Wirt, der da unten ist? Red mal mit dem. Gott sei mit dir. Ich wollte fragen, ob dir in letzter Zeit etwas zu Ohren kam, das auf eine große Räuberbande hindeutet. Wie der Zufall so will, kam vor ein paar Tagen so ein Müllersbursche vorbei und hat sich weggeschwemmt. Hat sich so aufgeführt, dass ich ihn rauswerfen hab müssen. Aber vorher hat er was von einem Lager gefaselt. Sagte, er hätte lauter sonderbare Gestalten gesehen, die in Branik, der alten Feste, kampieren. Nee. Auf dem Hügel? Wie gesagt, war er voll wie ein Fass, aber er hat bestimmt Vranik gemeint. Diese Dreistigkeit, direkt vor Herrn Hanuschs Nase. Was meinst du? Ach, nichts. Verbindlichsten Dank, Wirt. Genau das wollte ich wissen. Wir haben den Hinweis gefunden. Ach du Kacke, es muss schön durchspielen, das kann ja nur schlimm werden. Gut, wo ist das? Da unten. Ne, direkt vor seiner Nase. Also ich würde das hier als meine Nase bezeichnen. Und da wäre das hier bis zu meinem Ohr. Und das vielleicht bis zum Hals. Also komm. So weit weg ist das denn auch nicht. Späne ist immer so eine Sache. Also das ist nicht gar nicht mein Pferd. Am besten sollte ich Spähklamotten anziehen. Wo ist denn der Typ? Hier. Nee, lass mal. Obwohl die Ausrüstung. Nee, die ist ja eh im Pferd. Ja, nee. Die muss loswerden. Und zwar ich nicht mehr, als meine war. Deswegen, Herr Wirt, ich brauche ein Zimmer. Schlafplatz. Kann ich hier schlafen? Ja, hier ist noch was frei. Für wie lange? Heute. Nicht länger. Nur die eine Nacht. Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Die zwei kannst du behalten. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Das ist ja gut. So. Obwohl ich am liebsten gerne meine Rüstung reparieren würde und sowas. Das Falsche. Das muss das Richtige sein. Ja. So, hier haben wir die Truhe. Haben wir noch einen Haufen Zeug drin zum Verkaufen. Kacke, was da alles noch weggehen kann, ne? Wir werden so reich. Nach Kelche. Ich muss ja nicht alles weggehen, aber so ein bisschen was. Egal. Wir müssen unser Zeug lernen. Das ist jetzt schlecht. Machen wir das. Wir haben schon mal 1K. Wo ist denn der Rest? Hatten wir schon mal mehr? Warte mal, da waren gerade Würfel. Und das ist die Würfel, sind die ich denke. Ach, Nackedei-Würfel. Pferd. Wir holen mal alles raus, also nicht brauchen. Also das. Die Axt. Die ganzen Rüstungsteile. Die tun wir jetzt noch rein zum. Ach, guck mal, hier ist der Rest. Hat das Gewicht? Nö. Rein in mein Inventar. Hier das. Das brauchen wir nicht im Pferd. Ein Klosteralltagsbuch kann raus. Das. Verbände sind immer wichtig. Hier ist mal drin. Gut. Dann bitte den Rest hier rein. Ach so, Inventar. Das weg, den Dolch brauchen wir. Wir müssen das weggeben. Die verlässliche Klinge kommt auch weg. Und der Zimmermanns, was auch immer, auch. Rüstung. Machen wir auch mal weg. Aber das ist das, was wir natürlich brauchen. So. So. Mal ein wenig aufräumen. Nahrung haben wir alles. Hier diese komischen Blumen müssen weg. Die
brauche ich jetzt eigentlich nicht im Inventar. So. Ah ne, aber noch der Klosteralltag, den haben wir noch im Inventar. Den brauche ich auch nicht. Zack. Gut, damit haben wir aufgeräumt. Wir könnten erstmal eine Runde schlafen und uns darum kümmern, dass dadurch quasi unsere, was auch immer, wieder verbessert wird. Unser Leben wieder aufgefüllt wird. Und dann gehen wir mal spähen. Aber davor erstmal wieder eine Runde schlafen. Und ich würde halt schon sagen, danach endet die Folge zu Kingdom Come. So, lass mal noch die Gesundheit voll kriegen und reiten mal halt hin. Dann ist es ungefähr nachts. Und dann spähen wir mal aus. Wie gesagt, aber alles erst in der nächsten Folge. Das jetzt hier quasi endet. Warten noch, bis wir aufstehen. So, und wir sind jetzt fertig. Gut. Wie gesagt, dann würde ich sagen, hier endet die Folge zu Kingdom Come Deliverance. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und tschüss.